Also könnten es die Mädels ihren männlichen Mitstreitern komplett gleich machen. Das hängt von diesem Lauf hier ab. Der letzte hier in Dortmund. Guter Start von SCD HFK Leipzig da auf der Bahn 5. Und auf der Bahn 1 die LG Olympia Dortmund. Ganz starkes Rennen da von Samira Attermeier. Hat jetzt natürlich die Kurve da noch vor sich. Es wechseln zuerst Neukölln und Leipzig. Fast aufgelaufen da von den Leipzigerinnen, aber das geht gut, das klappt gut. Auch Dortmund ist noch mit dem Rennen. Cologne Athletics hängt ein bisschen hinterher, genauso wie Chemnitz. Hannover auf Platz 4. Vorne mit der 568, das ist Leipzig, Mariam Suma. Auch der Wechsel klappt. Und jetzt müssen sie aufpassen, dass Neukölln nicht vorbeigeht. Denn klar, wenn man deutscher Meister werden will, muss man natürlich auch seinen Zeitlauf gewinnen. Neukölln oder Leipzig und in welcher Zeit? Das ist hier die Frage. Noch ist Leipzig vorne mit Mia besser. Wird jetzt gleich wechseln auf Charlotte Riedel. Eine blitzschnelle 200-Meter-Läuferin auch, Charlotte Riedel. Musste da aufpassen, weil sie sich nach hinten umgeguckt hat, dass sie nicht aus dem, von der Tatanbahn runtergeht. Aber es hat geklappt. Und jetzt läuft sie das Rennen nach Hause. Neukölln mit Schlussläuferin Katharina Krieger hat da kaum noch eine Chance mitzuhalten. Charlotte Riedel für SCD HFK Leipzig. Aber was ist die Zeit? Sie gibt alles. Sie gibt alles und kämpft und will den Sieg hier nach Leipzig holen.